Guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Video-Newsletter. Kurz, prägnant, unnötig und immer knapp an der Aktualität vorbei. Was ist heute das Thema? Wir haben eine neue DVD vom Programm Zugabe. Das wär's schon gewesen. Auf Wiedersehen. Ade. Okay. Ja, ich habe vergessen zu sagen, es ist eine DVD mit Gebärdensprachübersetzung und das ist ja noch speziell. Dankeschön fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Adieu. Aha. Ja. Ich würde gerade sagen, es ist Doppel-DVD, sagt er mir. Und das ist noch speziell, hat es in der Schweiz überhaupt noch nie gegeben. Mit einer Scheibe für Gehörlose und einer Scheibe für Hörende. Aber das ist ja eigentlich logisch. Ja, weil, also ich meine, die Gehörlosen hören ja, ob sie es hören. Also nein, die hören ja gar nicht. Aber sie merken genau, sie merken, ob sie es verstehen. Und wenn sie es nicht verstehen, verstehen sie immerhin, dass sie auf der falschen Scheibe schauen. Und dann tun sie die andere Scheibe rein. Und bei den Gehörenden, also bei denen, die es dann hören, ist es gleich, einfach andersrum. Finde ich. Verstanden? Okay. Ja, also ich sage es nochmal anders. Also die Gehörlosen verstehen ja, ob sie es verstehen. Und wenn sie es nicht verstehen, dann nehmen sie einfach die andere DVD, tack, und schauen die richtige. Und bei den Hörenden ist es gleich, nur andersrum. Ja. Was? Kannst du das? Ja, also ich gebärde, weil du mich nicht verstehst. Ja, logisch. Ja, du verstehst mich. Das habe ich auch gedacht. Also, eben, wir haben ja das Problem nicht. Aber die, die uns bis dahin nicht verstanden haben, verstehen uns jetzt eben neu. Und das ist das Lässige. Also gut, sie müssen DVD posten. Das müssen sie. Ja. DVD kaufen muss man selber machen. Genau. Ja. Warum du so klein bist? Du könntest noch viel kleiner sein. Normalerweise bin ich ein bisschen kleiner.